Bei Risotto denke ich an meine Urlaubstage in Italien und an Reis. Ja, dass das aber auch mit Perlgraupen und im Wasserkocher funktioniert, zeige ich euch heute. Mein Name ist Marlon, das hier ist der Joy of Waterboiling. Heute benötige ich unter anderem einen Fond, aber für den habe ich euch auf dem Kanal bereits schon ein extra Video zur Verfügung gestellt. Guckt es euch doch einfach nochmal bei Gelegenheit an. Des Weiteren brauche ich Olivenöl, Perlgraupen, Frühlingszwiebel, Kresse, Räucherspeck, Parmesan sowie Frischkäse und Butter. Zunächst gebe ich die Hälfte vom geschnittenen Speck in den Wasserkocher und übergieße ihn mit dem Fond. Anschließend lasse ich ihn ca. 5 bis 6 Minuten lang köcheln. Ich gieße das Ganze ab, aber lasse den Speck für so ca. 10 Minuten noch in der Flüssigkeit ziehen. Bevor wir an den nächsten Schritt gehen, wird der Wasserkocher abgewaschen und abgetrocknet. Ich gebe das Olivenöl in den Wasserkocher hinein und lasse die andere Hälfte des Specks zusammen mit den Frühlingszwiebeln im erhitzten Öl anziehen. Nun mische ich die Perlgraupen unter. Ich erhitze das Ganze nochmal. Jetzt kommt wieder der Fond ins Spiel und den befreie ich durch das Absieben vom Speck. Den Fond gieße ich langsam in das Risotto, beginnend mit der ersten Hälfte. Ich schaue, dass die Hitze hoch bleibt, rühre und gebe bei Bedarf Fond nach. Um eine cremige Masse hinzubekommen, gebe ich jetzt noch geriebenen Parmesan, Frischkäse und Butter in den Wasserkocher hinein. Je nach Bedarf gieße ich noch mit Fond nach. Das Risotto ist fertig, das erkennt man daran, dass es jetzt langsam diese unglaublich gute cremige Konsistenz hat. Abschließend serviere ich es mit Schinken, Speck, geriebenem Parmesan und Gartenkresse. Jetzt habe ich das Vergnügen, das Ganze sogar noch probieren zu dürfen. Mmh. Schöne geschmackliche Note, die Konsistenz absolut cremig, so wie ich es euch vorher prognostiziert habe. Ehrlich Leute, kocht es einfach mal zu Hause nach, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin, Bon Appetit!